sind wir wieder zurück auf dem wunderbaren purpurroten Teppich. Mir kommt doch schon ein bisschen wichtig vor hier im Bernd. Ja, also mir passiert selten, ja, dass ich in solchen Etablissement absteigen darf. Hast du manchmal gedacht, so in jungen Jahren, so ein Jacques Chirac, Nelson Mandela, die, die hier auch schon ein- und ausgegangen sind, möchtest du so einen werden? Nein, das habe ich nie. Ein Ziel gehabt oder etwas, das hat mich nicht beschäftigt. Nein. Also, mir zieht es auch nicht wahnsinnig an diese Orte, muss ich sagen. Ich habe es lieber kleiner, familiärer, klarer Szene, wo ich auch daheim bin. So, oder? Wie ist Christian Pauli mit den Museen? Zieht es dich dort rein? Ich gehe regelmässig in Museen, ich gehe sehr gerne in Museen. Wenn ich erklären sollte, warum. Ich glaube, Museen sind für mich einfach so ein Ort, vielleicht ist es wie eine Kirche. Man geht in einen Ort rein, wo etwas einem Bestimmten gewidmet ist. In diesem Fall Kunst. Das ist ein freier Raum, es ist eine Idee in einem Raum. Das sind so ein bisschen wie Inseln im Alltag, also zeitlich auch, aber auch örtlich selbstverständlich, aber auch zeitlich wie, oder irgendwie eine halbe Stunde, drei, vierte Stunde. Ich gehe in einen Raum rein oder in verschiedene Räume und lasse mich auf ein Thema ein, das ich vielleicht gar nicht gesucht habe, das mich irgendwie einfach interessiert. Es kann eine Welt aufgehen, das gefällt mir sehr gut. Gehst du alleine bevorzugt in so, an so einem Ort, so einem fast heiligen Ort, wie in die museale Kirche? Ja, also oft gehe ich alleine, ja. Ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass Kinder auch kommen möchten, aber die sind noch nicht im Alter, wo sie, oder das ist ein anderes Thema. Nein, aber es ist richtig, es ist auch ein Ort, es sind Orte, wo man ja, still kann sein im Moment so. Innere Einkehr fast, vielleicht auch so Selbstvergewisserung, wo stehe ich, wo bin ich? Ja, aber schon auch äußere Befruchtung, das ist ein komisches Wort. Aber Stimulierung. Ich gehe sehr gerne in die Kunsthalle. Ich finde es ein super schönes Gebäude. Und ich habe ganz viele Erinnerungen an Ausstellungen in den letzten 20, 30 Jahren. Und dort bin ich schauen. Meine, nur jede fünfte sagt mir tatsächlich etwas oder bleibt mir. Aber es hat immer den Moment gegeben, wo ich einfach dachte, shit, jetzt geht die Welt auf. Ich habe nicht gewusst, dass man so Kunst machen kann. Dass man irgendwie solche Versuche macht, dass man mit so Materialien arbeitet, dass man Räume so inszeniert, das finde ich faszinierend. Da können Künstler von irgendwo auf der Welt her machen, in so Räumlichkeit etwas. Das finde ich, ja, das stimuliert, das ist richtig so. Der Beat Hechler, der Direktor vom Alpinen Museum, der hat gesagt, Museen werden in der heutigen Zeit von den Smartphones, wo man eben einfach sich das Wissen dort kann holen, im Internet unendlich viel Wissen kann holen. Früher haben das Museen gemacht, heute nicht mehr unbedingt. Museen werden eher so zum Begegnungsort, zum Ort der Interaktion, wo man sich auseinandersetzt mit einem Thema. Stimmst du ihm zu? Ich würde ihm einfach zustimmen, weil er sehr ein guter Ausstellungsmacher ist. Sowieso. Also der weiß schon, von was er redet. Begegnungsorte, ja, das kann auch eine innere Begegnung sein oder eine Begegnung eben mit einem Künstler. Das würde ich... Das stimmt sicher und Wissen, ja mein Gott, wo ist das Wissen heutzutage? Das ist sicher nicht mit dem Museum, das ist richtig. Das ist, als Bildungsstätte hat es wahrscheinlich den Rang verloren. Es sind Erlebnisorte, vermutlich. Ich sage am liebsten Freiräume, weil sie sind den Zwängen auch von einer kommerziellen Nutzung entzogen. Es sind schöne, grosse Gebäude, sie sind irgendwie abgekoppelt vom normalen ökonomischen Leben. Und das ist ihre Qualität. Und für das hat man sich ja auch entschieden. Es gibt eine Öffentlichkeit, es gibt eine Politik, die sagt, diesen Raum wollen wir so bespielen. Und diese Tatsache führt ja auch gerade dazu, dass Teilnehmer sagen, Museen seien zu teuer. Sie kosten zu viel. Ja. Die Subventionen für die Museen seien zu hoch und sie erfüllen den Zweck in dem Sinn nicht für die Gesellschaft. Ja, ich bin natürlich als kulturaffiner und kulturtätiger Mensch der Meinung, dass man schlussendlich nicht genug Geld in Kultur investieren kann. Auch zumindest, wenn man vergleicht, was man sonst für Blödsinn mit Geld anrichtet. Also, Kultur kann man nicht messen. Man kann auch nicht sagen, ist ein Betrag von 1 Million für ein Museum gerechtfertigt oder nicht. Das ist, wenn ein Rating Quotendenken hat, funktioniert nicht in der Kultur, das sind andere Geschichten. Und ist das Geld in Museen gut investiert? Wenn man überlegt, irgendwie ein Museumsbesuch kostet 100-mal mehr als einen
vom Baskers. Das würde ich nicht gegeneinander ausspielen. Also mir denkt, das Museum braucht es, Baskers braucht es, Strassenkultur, klar. Das ist auch heute, die Abgrenzungen sind heute auch obsolet worden. Das ist gar, also in Tat und Wahrheit sind ja die Leute gar nicht mit diesen Hierarchien unterwegs. Also auch, können tendenziell alles schauen, in verschiedene Sphären einsteigen. Mir denkt, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben schon einiges gesehen vom Bellevue und vom ersten Stock. Jetzt sind wir noch da auf einem recht bequemen Sofa gekocht. Können wir jetzt ein bisschen niederlassen? Ja. Ich würde noch ganz lang gerne mit dir weiterreden. Vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte, aber gehen langsam wieder zurück okay, in unseren Presidential Room. Jetzt 135'000 Eintritte letztes Jahr für die Museumsnacht. Kannst du das erklären? Das ist ja wirklich eine riesige Zahl. Sonst kenne ich Kollegen, die gehen fast nie in ein Museum. Aber Museumsnacht, da sind sie dabei. Liegt es das einfach an dieser Eventitis, dass einfach heute Veranstaltungen werden besucht? Wieso so viel? Ja, das ist sicher eine Tendenz. Es tut sich alles konzentrieren auf die Big Events, oder? Und das ist, wenn man in Kultur arbeitet, zum Beispiel dort, wo ich vorher gebügelt habe, in der Dampfzentrale, ist es natürlich ernüchternd zu sehen, dass man dort manchmal um jeden Zuschauer kämpft, aber wirklich um jeden. Und dann kommen die Monster-Events daher, wo einfach die Leute Bude einrennen. Aber ich meine, das ist nicht zu verurteilen, es ist einfach so. Es ist ein gesellschaftlicher oder ein sozialer Anlass, dass die Leute hierher gehen. Das hat seine Berechtigung, das finde ich auch in Ordnung. Und dass die Massen-Events einfach so ein derartiges Magnet können sein, wie erklärst du das? Irgendwie muss ein Bedürfnis um sein. Ja, also irgendwann ist die Dynamik vom Gesehen und Gesehenwerden. Also meine, da weiss man dann, okay, jetzt gehe ich her und treffe einfach ganz viele Leute, wenn man das Wort geht, oder? Das hat, irgendwann ist Lauf der Karre. Und dann kann passieren, was will, blöd gesagt, oder? Das ist jetzt bei der Museumsnacht passiert, würde ich sagen. Und das ist ironisch, manchmal ist es einfach ein bisschen ernüchternd zu sehen, dass, oder man muss sich ein bisschen überlegen, verdrückt es andere Sachen, oder? Also häkeln die Leute nicht einfach die Kultur an mit dieser Museumsnacht. So, ist es durch. Die nächsten 365 Tage gehe ich nicht mehr ins Museum. Das wäre schade und das wäre nicht der Effekt, den du wünschst. Nein, das wünscht sich auch niemand schlussendlich. Aber die Menschen haben einfach die Tendenz, sich zu ballen. Und sich am gleichen Ort aufzuhalten, das ist eine erstaunliche Eigenschaft der Menschen. Und gleich habe ich heute noch mit meinem Vater geredet und dann hat er mir so gesagt, ja, es ist ja eigentlich noch schön, so viele Leute an einem kulturellen Anlass. Also es ist mal eben nicht der Sport, und es ist mal ist nicht richtig. Irgendwie ein riesen Pop-Hühler, der in die Datenswiss kommt. Es ist mal wirklich die Museen, die Türen öffnen und etwas bieten. Das ist richtig und es müssen ja auch dabei sein. Also, es ist ja auch eine Art Zwang dahinter. Also, dass wer da nicht dabei ist, ist selber geschuld, oder? Und die Museen können ja gute Eintrittszahlen aufweisen, wenn sie an dieser Museumsnacht dabei waren. Also, und man darf nicht vergessen, wenn die Oldtimer draußen stehen, das ist nicht zu unterschätzen in der Inszenierung von diesem Anlass. Das ist ein Riesenkracher. Also, das ist ein wichtiges Element, oder? Neben dem Museum ist eben auch die Hochschule für Kunst dabei. Du bist der Kommunikationsleiter. Ja. Seid ihr auch unter dem Zwang mitzumachen? In einem gewissen Sinn schon, ja. Es ist natürlich auch für uns eine Plattform, wo wir die spezifische Situation, dass die HKB an 6 Standorten vertreten ist, wovon 2 nicht mal zu Bern sind, oder? Also wir sind nicht sichtbar. Und einmal pro Jahr können wir einfach die Türen aufreißen und dann können wir die Leute mit diesen Oldtimer herkarren. Und das ist enorm wichtig, das ist wirklich wichtig. Eine Hochschule für Kunst muss immer wieder probieren, sich zu öffnen und zugänglich zu bleiben. Die Institution neigt dazu, weil es ist ein Lehrbetrieb, die neigt den Kindern gegen innen sich zu richten. Das ist nicht primär eine Institution, die gegen außen geht. Und darum sind so Anlässe natürlich für uns wichtig. Und wir haben auch jetzt einiges dafür gemacht, oder? Dass das ein interessantes Angebot ist an diesem Zikadenweg heute. Dann würde ich von dir einen Gruß ausrichten. Projektleiterin vom Museumsnacht, Silvia Müller. Merci vielmals für das Gespräch. Ja, merci auch. Hat Spaß gemacht. Okay, super, merci. Wir gehen zurück, it's live.